Wir reden jetzt, ja, weil wir die Atlantikbrücke sind, immer grundsätzlich über die deutsch-amerikanischen Beziehungen. Und die Frage, wo habe ich die Fragestellung verstanden, ist ja, was ändert sich jetzt durch Biden in der Nahostpolitik? Und ich will das alles, ich werde gleich über Iran und einige andere Länder noch was sagen, aber ehrlich gesagt ist die Überschrift sehr, sehr deutlich. Die amerikanische Seite sagt, ziemlich ungeduldig, und ich finde zu Recht ungeduldig, ihr in Europa, ihr in Deutschland, kümmert euch endlich um eure Nachbarschaft und wartet nicht immer nur auf uns. Das ist extrem deutlich und nichts Neues, aber hat eine Dringlichkeit, die ein Stückchen auch vielleicht jetzt auf anderen, fruchtbareren Boden fällt, durch die heilsamen Jahre, die es in dieser Frage auch gegeben hat, des Präsidenten vorbei. Ich würde das jetzt unter diese Überschrift stellen und versuchen, einfach mal 5, 6 Länder in schnellen oder 5, 6 Themen einfach mal in großer Geschwindigkeit hier anzusprechen. Beginnen mit dem Iran aus aktuellem Anlass. Heute ist ja Wahltag dort. Was für ein Geburtstagsgeschenk. Es ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich, dass Raisi gewinnt. Ibrahim Raisi ist ein super Hardliner. Er ist tatsächlich Chef der Exekutive, hat aber auch vorher auch als Staatsanwalt und als einer, der mit dieser Revolution groß geworden ist in den letzten 40 Jahren, extrem viele Menschenleben auf dem Gewissen, sehr, sehr viele Exekutionen, die mit ihm auch nach Hause gehen. Und jetzt ist das gesamte Vorfeld so geordnet worden, dass es eigentlich kaum mehr möglich ist, dass jemand anders gewinnt. Zu den anderen 10%, dass er doch nicht gewinnt, komme ich gleich. Das Wahlverfahren im Iran ist ja ganz, ganz bemerkenswert. Es gibt einen sogenannten Wächterrat, der wird zur Hälfte aus dem Parlament gewählt und zur anderen Hälfte vom Revolutionsführer, das ist der, der über allem steht, auch bestimmt. Diese Leute selektieren dann diejenigen, die bei Wahlen antreten dürfen. Es haben 1630 Leute versucht, sich zu registrieren oder haben sich registriert und 7 wurden zugelassen. Dass keine Frauen zugelassen worden sind, obwohl 60 sich dafür beworben haben, ist leider Gottes nicht neu. Dass aber nicht nur ehemalige Staatschefs und Präsidenten, sondern auch ehemalige Parlamentspräsidenten, ehemalige Kabinettsmitglieder aus den Tiefen des Systems nicht zugelassen werden, das hat eine Neuigkeit, die sehr stark darauf abzielt, dass es eindeutig ist, dass der Revolutionsführer diesen einen Mann tatsächlich auch haben will und alle anderen, die gegen ihn gewinnen könnten, einfach jetzt weggeräumt hat. Die Wahlbeteiligung wird gewaltig niedrig sein. Das letzte Mal haben sie die hochfrisiert auf 70. Diesmal versuchen die es gar nicht erst. Seit Monaten gibt es im Staatsfernsehen Ansagen in Richtung Wahlbeteiligung, ist ja gar nicht so wichtig. Es gäbe viele Länder der Welt mit einer niedrigen Wahlbeteiligung. Außerdem wäre der Iran ja in der dritten Corona-Welle. Das würde ja nicht wundern, wenn viele Leute nicht zur Wahl gehen. Ich habe mit der ARD-Korrespondentin vor Ort, wobei die nicht dort residieren darf, sondern von Istanbul immer reinfliegt, gesprochen und habe sie darauf angesprochen, ob sie denn auch glaubt, dass dieses Gerücht wahr wäre, dass diese dritte Welle nicht nur wegen Missmanagement und Korruption so ewig dauert, die dauert seit 5 Monaten Minimum, sondern weil einfach relevante Leute der Meinung sind, dass diese Welle unbedingt über die Wahl hinübergezogen werden muss, um die niedrige Wahlbeteiligung zu erklären. Und ihre Antwort war sinngemäß, das ist hier allgemein gut und alle wissen das in Iran. Alle wissen das bedeutet, wir reden über dunkle Ziffern zwischen 1300 und 1500 Toten am Tag. Es gibt viele Gerüchte über die iranische Mutante mittlerweile, weil halt einfach ganz vieles in der Pandemie nicht gemacht worden ist. Der Revolutionsführer hat am Anfang der Pandemie erklärt, das ist fast wörtlich zitiert, bitte anschnallen, dieser Virus ist eine amerikanische Kriegsführung gegen das iranische Volk, aber die persische DNA ist gewappnet, also macht euch keine Sorgen. Die haben ihre großen religiösen Feste alle nicht abgesagt. Die haben Social Distancing immer nur dann gemacht, wenn es gerade bequem war, weil man unbequeme Leute wegsperren wollte. Die haben Geistliche rausgeschickt, die so Sätze gesagt haben, wie für den Heiligen zu beten und dann Corona kriegen und sterben, ist die größte Art und Weise, in die schnellste Art ins Paradies zu kommen. Also das, was ich nennen würde Mord, quasi, das ist das, was da jetzt seit Beginn der Pandemie auf härteste Art und Weise passiert und mitten rein kommen dann so skurrile Dinge, wie vielleicht haben die Bilder sind gut viral gegangen, vielleicht hat es jemand von Ihnen gesehen. Fromme Wissenschaftler haben ein Gerät erfunden, das den Virus aus 100 Metern detektiert, ohne irgendwelche Tests.
Und da sah man irgendwelche Leute da irgendwie so einem so merkwürdigen Faxgerätartigen Gerät durch die Gegend laufen und das Gerät in irgendwelche Richtungen. Also wirklich wäre sehr, sehr lustig und Satire, wenn es nicht einfach haufenweise Menschenleben kosten würde. Die europäische Iran-Politik ist komplett fokussiert auf das Atomabkommen. Das ist auf der einen Seite aus meiner Sicht in der Prioritätensetzung richtig, auf der anderen Seite aber in der Ausschließlichkeit falsch. Und das ist auch, was die amerikanische Seite, und zwar bipartisan, auch so empfindet. Und dem kann ich nur zustimmen. Was ich nicht richtig finde und nicht nachvollziehen kann, ist die Ablehnung in der Hälfte des Kongresses dem Atomabkommen gegenüber. Das Atomabkommen hatte einen riesengroßen Fehler, nämlich dass er komplett überladen war mit Erwartungen. Diese Erwartungen wurden geführt von John Kerry, auch von damaligen Außenminister Steinmeier, die gesagt haben, jetzt werden wir mit dem Iran uns normalisieren. Herauskam aber, dass die Iraner Geld bekommen haben, was sie in Syrien ausgegeben haben für ihre Milizen und nicht für den Arbeitsmarkt im eigenen Land. Aber unter dem Strich ist das Abkommen dafür da, damit es Inspektionen gibt und damit der Iran sich an bestimmte Regeln hält und damit die Bombe nicht gebaut werden kann. Es gibt drei, vier gewaltige Probleme mit diesem System. Das eine ist die massive, sehr ernst gemeinte eliminatorische Rhetorik Richtung Israel. Das zweite ist die Menschenrechtsfrage im Land. Das dritte ist die Regionalpolitik in Syrien, im Irak und in Libanon. Nichts davon wird besser, wenn der Iran atomar bewaffnet ist. Und das ist der Kern gewesen eigentlich der Verhandlungen. Bei allen architektonischen Fehlern, die es gegeben hat und bei aller Imperfektion des Vertrages, glaube ich, dass tatsächlich die Prio 1, den Iran von der Bombe fernzuhalten, richtig ist und richtig bleibt, gerade auch für uns in der Nachbarregion. Vom Osten auch im vollen Wissen, dass wenn der Iran die Bombe hat, dass das eine Proliferationswelle auslösen könnte in den anderen Staaten. Ich will da jetzt nicht nur Saudi-Arabien benennen, sondern wenn wir in diesem Kreis zusammensitzen, auch die Türkei. Die Vorstellung, die Türkei, eine lange 40-jährige Geschichte von Nuklearprogrammen, wenn die Türkei nach der Bombe greift, dann ist das eine komplette Verschiebung aller Sicherheitsarchitektur in Europa und in der NATO. Auch deswegen ist dieses Abkommen an sich nicht falsch. Jetzt sitzen die da seit Wochen in Wien, lassen sich, ich sage jetzt mal, leicht verschaukeln von der iranischen Seite, weil die iranische Seite ja gar nicht mehr handlungsfähig ist, solange diese Wahl nicht abgelaufen ist. Und wir werden, und jetzt haben sie gestern endgültig erklärt, dass es kein Ergebnis geben wird vor der Wahl. Das war ehrlich gesagt absehbar und jetzt werden wir sehen, wie es weitergeht. Die Iraner haben angekündigt, die Anreicherung angehoben und angehoben, angehoben, und zwar seit einem Jahr. Und jetzt sind sie bei dem 16-fachen, was sie dürfen, was sie anreichen dürfen. Das Wesentliche aus meiner Sicht, was die Europäer falsch machen, ist, wir haben in der Hypnose, das Atomabkommen zu verhindern, tatsächlich die anderen Themen gar nicht mehr angesprochen. Ich weiß nicht, wie viele Gespräche ich hatte mit Senior Diplomaten nicht nur in Deutschland, auch in Frankreich oder in Großbritannien, die gesagt haben, ja, die Menschenrechtsfrage, die Israel-Frage, das ballistische Raketenprogramm des Landes, die Art und Weise, wie der Iran in Syrien agiert, das werden wir ja dann noch ansprechen. Aber erst müssen wir die Kuh vom Eis holen beim Atomprogramm. Und so funktioniert es nicht. So funktioniert das nicht. Man muss alles andere natürlich auch auf die Schiene setzen. Man muss es nicht in dieselben Gesprächsformate packen. Aber es gibt ja nicht mal eine Plattform, in der wir als like-minded countries zusammen mit den regional vom Iran bedrohten Staaten am Golf von Israel einfach zusammensetzen und überlegen, wie man das iranische Agieren in Syrien eindämmen kann. Das gibt es ja nicht. Und das ist, glaube ich, ein riesengroßer Fehler. Und danach ruft auch die amerikanische Seite. Ich will jetzt mal einfach mal einen Punkt machen. Das war jetzt schon viel zu lang beim Iran. Und jetzt weiß ich nicht, wie ich jetzt weiter. Ich mache jetzt meine anderen ein bisschen kürzer, wenn ich darf. Und dann kommen wir weiter. Ich würde gerne Libyen und Syrien in einen Topf packen, obwohl die eigentlich nicht zusammengehören und die Lage komplett unterschiedlich ist. Aber was die beiden Konflikte gemein haben, ist, die europäischen Staaten waren sich nicht einig, die Amerikaner waren nicht da. Und da ist ein Riesenvakuum entstanden. Und dieses Vakuum ist mit minimalinvasiven Mitteln von Russland und je nach Konflikt von der Türkei, von VAE, einfach gefüllt worden. Und das läuft jetzt dementsprechend in eine andere Richtung, als sie uns genehm sein können. Wir haben in beiden Ländern zudem auch noch die Potenziale der Erpressung der europäischen Staaten durch Flüchtlingsströme. Das alles zusammengenommen ist sehr, sehr eindeutig ein Warnsignal, dass es so nicht weitergehen kann, wie es bisher ist, und dass die Europäer sich ihren eigenen Hausaufgaben stellen müssen. Jetzt erzähle ich ein bisschen aus dem Nähkästchen mit der neuen Administration aus den USA.
Secretary Clinton, Blinken, Entschuldigung, Secretary Blinken ist mehrfach ja schon in Brüssel gewesen oder hat sich auch in EU-Außenministertreffen schalten lassen. Das ist ein Novo. Und ist dazugekommen beim ersten Mal zum Thema Libyen. Hat er gefragt, wir sind sehr bereit, wir werden jetzt nicht in den Driver Seat jetzt anstreben, aber wir sind sehr bereit, euch zu unterstützen. Sagt mir, was ihr macht, sagt mir, wie ihr unsere Unterstützung braucht. Wir helfen, damit wir Libyen anders stabilisieren, als es die Türken und die Russen derzeit machen. Das war jetzt gerade die Antwort auf der europäischen Seite. Die Europäer haben einfach weiterhin keine eigene Vorstellung davon, was sie in Libyen wollen und wie sie das machen sollen. Die amerikanische Seite sagt, es ist eure Nachbarschaft, wir werden uns da jetzt nicht mehr stretchen können. Macht, sagt uns, wir helfen. Und wir sind nicht imstande, das zu formulieren. Das ist extrem verheerend aus meiner Sicht und zieht sich durch. Bei Syrien ist es mit Abstrichen ähnlich. Die amerikanische Seite sagt, die werden nur das Notwendigste machen. Das Notwendigste ist, ehrlich gesagt, in der Frage der strategischen Interessen in Syrien, nicht die Flüchtlingsfrage, sondern was die Amerikaner am meisten antreibt und was ich sehr, sehr nachvollziehen kann, ist natürlich die Frage der Sicherheit Israels, die Frage der iranisch affiliierten Milizen, die sich permanent versuchen, so nah wie möglich an die israelische Grenze heranzurobben und dann noch obendrauf die Frage der Massenvernichtungswaffen, die ja erwiesenermaßen in Syrien existieren, von denen niemand wollen kann, dass sie auch die Hamas bekommen mit ihren bis zu 200.000 Raketen, die auch andere Kaliber sind als die Raketen der Hamas in Gaza. Dort kommen die Amerikaner sinngemäß und sagen dasselbe. Was ist denn eigentlich, was wollen die Europäer denn eigentlich in Syrien? Lass uns darüber reden. Und wir sitzen da und sind nicht im Stadium der letzten 4 Jahre, bei denen wir gesagt haben, oh Gott, was Trump macht, geht nicht, sondern wir sind im Stadium der 90er Jahre, wo wir gesagt haben, die Amis sollen sagen, was sie wollen und wir überlegen, was wir dazugeben sollen. Das wird nicht mehr funktionieren in der Nahostpolitik. Das ist längst vorbei. Die Amerikaner werden nicht mehr Leadership an der Stelle bringen, sondern erwarten sie von uns. Und ich finde, es ist mehr als gerecht und richtig. Nur kriegen wir das aus verschiedensten Gründen nicht hin. Vielleicht würde ich am Ende noch mal zu diesen Gründen noch 3 Sätze sagen, damit ich es nicht überstrapaziere. Ich will eigentlich abschließen, weil ich jetzt schon länger als viel zu lange rede, zu Afghanistan. Afghanistan ist das einzige Beispiel, wo ich das Gefühl habe, dass es besonders viele Konsultationen gibt transatlantisch. Die amerikanische Seite hat in diesem Fall nicht angekündigt, nicht konsultiert, nicht beraten und nicht angefragt, sondern einfach Abzugsdaten terminiert, die sehr viel mit der Innenpolitik des Landes zu tun haben und den komplett bedingungslos ausgehandelten Abzug jetzt auch tatsächlich eingeleitet. Und die Bundeswehr ist ja gerade auch am Rausgehen. Die Bundeswehr ist, in 2 Wochen ist die Bundeswehr komplett raus. Und die Amerikaner dementsprechend aus. Ich halte dieses Abkommen und ich halte das, was da jetzt gerade passiert, für einen riesengroßen Fehler. Und ich glaube, dass dieser Abzug in der Art und Weise auch uns sehr stark auf die Füße fallen wird. Wenn man sieht, wie viele Gefechte es zurzeit gibt, wie viel Land die Talibs jetzt schon versuchen zu erobern, wenn man bedenkt, wie massiv eskaliert ist die Frage der Anschläge in den letzten 2 Monaten, sind nicht ein Gefecht, an Anschlägen, alle 10 Minuten ist jemand gestorben in Afghanistan. Dann sieht man, dass es hart weiter, dass es extrem brüchig ist, die Situation. Historische Anleihen hinken immer, aber Najibullah ist nicht gefallen damals, als die Rote Armee abzog. Najibullah ist gefallen, als die Sowjetunion zusammenbrach und kein Geld mehr in das Land reinkam. Das Ergebnis war, und wenn die Soldatinnen und Soldaten dort weg sind, dann wird die Aufmerksamkeit massiv runtergehen. Wir haben in Deutschland Diskussionen, die total logisch klingen, nämlich, dass wir ab jetzt, wenn wir jetzt nicht mehr vor Ort irgendetwas beeinflussen können, unsere finanzielle Hilfe an die Einhaltung von Frauenrechten koppeln. Klingt total vernünftig. Ich glaube aber, wenn wir das machen, wird das dazu führen, dass die Talibs, die ziemlich genau wissen, was wir tun, wöchentlich Steinigungsvideos einfach online stellen und dann ist das Geld relativ schnell weg. Und dann haben sie komplett freie Hand. Sie sehen, ich beschreibe ein Dilemma, ohne dass ich jetzt eine Lösung habe. Und ich weiß, dass die Fatigue in den USA in der Frage Afghanistan-Einsatz weit größer ist als sogar in Deutschland. Da haben wir auch weit mehr, wir haben 55 gefallene deutsche Bundeswehrsoldaten, die Amerikaner haben Hunderte, Tausende. Und deshalb ist die Fatigue total nachvollziehbar. Aber ich glaube, dass diese Art und Weise des Abzuges schlecht ist und nicht funktionieren wird. Ich habe zu diesem Thema viel geforscht und auch ein Buch geschrieben vor ein paar Jahren zum Thema Dschihadismus. Wenn ich mir jetzt sozusagen die dschihadistischen Foren angucke, für die ist das eigentlich ein gefundenes Fressen, was in Afghanistan passiert. Und es sieht sehr stark danach aus, als würde die Geschichte sich zumindest partiell dort auch
wiederholen können. Und ich weiß nicht, ob das in unserem Sinne ist, geradeaus gesagt, erst recht nicht in der Frage von Mobilität und Bewegungen von Leuten, die einfach der Meinung sind, in den letzten 20 Jahren nicht zu kleine, nicht schlecht ausgebildete Mittelschicht, die einfach keine Hoffnung mehr fürs Land sieht und deshalb die Koffer packt. Wohin auch immer. Ich würde sagen, jetzt eher nicht nach Richtung Pakistan, sondern Richtung West. Das Letzte, was ich sagen will, ist die Frage, warum wir denn eigentlich nicht liefern, warum wir diese Leadership und diese Forderung nach Leadership von der amerikanischen Seite ist ja so alt wie die deutsche Einheit. Warum wir das nicht bringen, und das ist, glaube ich, hat mit uns selbst zu tun, mit unserer Innenpolitik. Ich glaube, da ist ganz viel Mutlosigkeit, da ist ganz viel Bequemlichkeit, weil man sich ja verstellt, weil man ja immer große moralische Reden halten kann, während die Amis ja die Kavallerie haben und nun für uns die Drecksarbeit machen. Und das hat ganz viel damit zu tun, dass der Wake-up-Call in Europa bei allen Brüchen, die es gegeben hat, noch nicht angekommen ist, dass wir eine gemeinsame Sprache finden müssen und gemeinsame Positionen formulieren müssen, damit wir überhaupt noch wahrgenommen werden. Ich weiß nicht, wie oft bei zentralen Syrien-Gesprächen die Russen und die Türken zum Beispiel die Europäer einfach ausgeladen haben, weil mit der Begründung, ihr habt eh nichts zu sagen. Und ich glaube, dass das, wenn das nicht aufweckt, dann verstehe ich das auch nicht weiter. Wofür ich jetzt gerade nicht plädiere, ist Einstimmigkeit bei Außenpolitik. Das wäre super, also mehr sozusagen die Überwindung der Einstimmigkeit in der Außenpolitik in der EU. Aber ehrlich gesagt ist das nicht das Problem. Das Problem ist Mutlosigkeit. Das Problem ist der Mindset. Diesen zu ändern, zu verstehen, dass wir unsere eigenen Hausaufgaben machen müssen und nicht immer nur auf die Amerikaner warten können, sondern dass die Amerikaner darauf warten, uns gerne zu helfen, wenn wir denn sagen, wo wir hinwollen, dort, wo sie einfach nicht mehr Prio 1 setzen, wie zum Beispiel im Nahen Osten. Das ist, glaube ich, die zentrale Aufgabe. Wenn Ungarn weiterhin China-Resolutionen zum Beispiel oder andere Resolutionen blockiert im EU-Außenrat, dann können ja die anderen 26 mit Großbritannien einfach ein Statement abgeben. Die europäische Integration war immer eine Frage von variablen Geometrien, die dann gewachsen sind in die Tiefe. Das geht auch in der Außenpolitik. Dafür ist zurzeit der Mut nicht da. Und das ist sehr schlecht und fällt uns massiv auch und langfristig auf die Füße.